Meine Leidenschaft habe ich im Grundsatz, glaube ich, gekriegt von meinem Opa. Mein Opa hat quasi mich immer dabei gehabt, immer an seiner rechten Hand geführt. Ich habe jede freie Minute, die ich im Leben gehabt habe, bei meinen LKWs verbracht. Das war für mich wie eine Familie. So bin ich quasi mit der LKW-Liebe einfach mitgewachsen. Alles Geld der Welt, das ich irgendwo verdient habe in diesen Firmen, habe ich im Geschäft lassen. Und durch das habe ich eigentlich jetzt jährlich sehr gute Zahlen gemacht und habe deswegen jetzt eigentlich nie die Angst davor gehabt, dass einmal irgendwas sein könnte. Das war irgendwann im Laufe von 2018. Mein Bruder hat den Zuschlag gekriegt für ein neues Grundstück. Das ist das, was uns zusammengebracht hat, weil er gesagt hat, ja, kannst du nur machen, wenn ich mit dabei bin. Und dann haben wir das Projekt miteinander irgendwie skizziert auf einem Blatt Papier und dann haben wir uns zusammengefunden. Ich strukturiere unwahrscheinlich gern. Ich tue gern mit Leuten zusammensitzen und Pläne schmieden. Und dann halt einfach schauen, dass ich irgendwo so einen 1, 2, 3 Jahresplan mache. Und dann einmal so Richtung vorgeben. Das ist das, was ich gern mache und das ist das, was ich auch bei uns daheim tue. Anfang 2023 haben wir 420 Mitarbeiter aufgestellt, haben 250 LKWs, haben seit 1.1. unsere Werkstatt GmbH gegründet. Bis Ende des Jahres werden 25 Mitarbeiter aufgestellt sein. Die reparieren fokussiert die eigenen Fahrzeuge, sind aber POP weiterentwickeln, damit wir auch fremde Fahrzeuge bedienen können. Mein Lieblingsort auf dem ganzen Gelände ist, wenn ich um Punkt 8 Uhr vor meiner Kaffeemaschine in der Tankstelle drüben stehe. Wenn wir hier in der Logistik zu viel Stress haben, das macht mein Bruder genauso wie ich, dann gehen wir einfach mal gerne 5 Minuten rüber. Das bringt dann einfach runter und das ist das, was uns so viel Spaß macht eigentlich. Meine Wichtigkeit war immer, dass ich ein gesundes Unternehmen habe. Das war für mich immer das Wichtigste. Mein Vater hat mich unterstützt im ganzen Fuhrparkbereich, hat mir wahnsinnig viele Tipps gegeben. Meine These ist, lieber arbeiten und gesund sein. Das ist viel wichtiger. Wir haben schon schwere Krankheiten hinter uns, also meine Frau und ich. Und da ist man froh, wenn man arbeiten kann. Wenn natürlich viele Familienmitglieder bei uns im Betrieb arbeiten, in der Vergangenheit schon gearbeitet haben, dann versucht man das, was die letztere Generation aufgebaut hat, dass man das mindestens genauso gut macht wie die Vorgeneration, dass man das einfach weiterführt, dass so eine Tradition von unseren Unternehmen Firmen jetzt einfach weitergelebt wird, die nächsten Jahre. Und das ist ja der Ansporn, warum dass man es dann auch gern macht und warum dass man das gern mischt, das Familiäre und die Arbeit. Und das ist das, glaube ich, auch, was uns dann auszeichnet letztendlich. Wir haben eine wahnsinnige Vergangenheit hinter uns. Wir haben die letzten Jahre wirklich geil gearbeitet. Und glaube ich, ist noch so viel Potenzial drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen.